Maleficaro. Immer wenn die Tage kürzer werden, zieht es mich magisch zu der alten Ruine. Als würde sie mich rufen. Dort oben sollen damals gottlose Dinge geschehen sein. Doch ich mag die Ruhe hier und die Einsamkeit, welche der Ort ausstrahlt. Bis ich einst dieses verfluchte Modul fand. Oder war es doch ein Segen? Castlevania ist eine altehrwürdige Spielereihe, welche sich seit den 80er Jahren bis in die heutige Zeit immer noch großer Beliebtheit erfreut. Zwar erschien 2014 mit Lords of Shadow 2 der letzte offizielle Titel, dennoch geriet die Reihe nie in Vergessenheit. Das liegt beispielsweise daran, dass alte Klassiker auf aktuelle Systeme portiert werden und man auf Netflix die brandneue Serie Castlevania Nocturne genießen kann, was nebenbei nicht die einzige Castlevania-Serie ist. Mittlerweile blickt das Franchise auf eine Vielzahl von Ablegern auf den verschiedensten Konsolen zurück und ist Mitgründer des beliebten Genres Metroidvania. Doch in den 90ern tickten die Uhren noch anders. In einem Castlevania jener Zeit spielte man meist einen Helden, ein Mitglied des Belmont-Clans, welcher mit der heiligen Peitsche bewaffnet gegen Graf Dracula in den Krieg zog. Man bestritt lineare Level, konnte hin und wieder kleine Geheimnisse und Verstecke finden, metzelte sich durch Horden untoter Kreaturen und musste sich am Ende des Levels dem Endboss stellen. Mitte der 90er Jahre erblickte das Nintendo 64 das Licht der Welt. Für viele Gamer bot diese Konsole eine Möglichkeit, die ersten Ausflüge in eine dreidimensionale Spielwelt zu wagen. Zu dieser Zeit hatten sich bei Nintendo mehrere Spielereien etabliert und man versuchte, das Spielprinzip von der zweiten in die dritte Dimension zu ziehen. Man schaue sich nur ein Mario 64 an, welches zeigte, wie ein 3D-Spiel zu funktionieren hat. Oder ein Ocarina of Time, welches heute noch als das beste Spiel aller Zeiten gilt. Doch gelang das auch mit Konamis Castlevania? Courage, don't leave me. Um den Elefanten im Raum beim Namen zu nennen, das Spiel wird heute leider eher negativ angesehen, obwohl es zu Release gute Kritiken erhielt. Böse Zungen behaupten auch, War ein netter Versuch, Castlevania in die dritte Dimension zu bringen, aber ist voll in die Hose gegangen. Man kann es leider nicht anders sagen. Das liegt vor allem an einer eher clunky Steuerung und einer für 1999 nicht gerade ansehnlichen Grafik. Kleines Beispiel gefällig. Die Hintergründe und Texturen sind eher schwammig und unscharf. Die Charaktere hingegen sehr kantig. Ich für meinen Teil kann sagen, dass Castlevania 64 einer meiner Lieblingsteile der Serie ist. Warum? Das möchte ich hier in diesem Video klären. Doch sollten wir zuerst klären, worum es in diesem Ableger geht. Mitte des 19. Jahrhunderts lebten die Menschen der Walachei, also Transsilvanien, in Frieden. Doch die Menschen verdrängen vergangene Schrecken und wandeln auf dem Pfaden der Niedertracht. So geschieht es, dass der Bund, welcher das Böse band, schwächer wird und Dracula nach einem 100-jährigen Schlaf erwacht und das Land in Furcht und Schrecken hüllt. Wir schlüpfen in die Rolle von Reinhard Schneider. Es ist so genial, wie sich deutsche Namen mit englischem Akzent anhören. Aber nochmal, wir schlüpfen in die Rolle von Reinhard Schneider. Okay, das war das letzte Mal. Vielleicht. Wir schlüpfen in die Rolle von Reinhard Schneider, einem Nachkommen des Belmont-Clans, welcher mit der heiligen Peitsche bewaffnet auszieht, um Graf Dracula wieder schlafen zu schicken. Also eine Story wie eh und je. Aber kann man nur mit Reinhard Schneider in die Schlacht ziehen? Naja, nicht ganz.
Das Spiel gibt dir die Möglichkeit, zwischen zwei Charakteren zu wählen, nämlich Reinhard Schneider und Carrie Fernandez, ein junges Mädel, welches mit der Gabe der Magie gesegnet wurde. Um ehrlich zu sein, habe ich den Part mit Carrie nie gespielt, weil mir das Schießen von magischen Projektilen eher weniger gibt. Ich finde ja, dass der Part mit Reinhard Schneider der brachialere ist, weil er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Wollt ihr allerdings mehr über das Spiel mit Carrie in Erfahrung bringen, dann schaut demnächst mal wieder vorbei. Denn bald wird der gute Mike vom Kanal Screaming Pixel in meinem Podcast zu Gast sein und wir beide werden über Castlevania 64 sprechen. Dabei habe ich in Erfahrung bringen können, dass Mike den Carrie-Weg wählte und ich bin sehr gespannt, was er uns zu berichten hat. Aber genug mit der Eigenwerbung. Ich sprach davon, dass die Entwickler damals versuchten, die Spielprinzipien der 2D-Ära in die dritte Dimension zu übertragen. Also müssen wir uns an der Stelle die Frage stellen, was brauchte ein Castlevania jener Zeit? Einen Helden mit Peitsche. Check. Lineare Level. Check. Unzählige wiederspawnende Monster. Ja, auch die gibt es. Einen Endboss am Ende des Levels. Naja, in den meisten Leveln zumindest. Und Skelette auf Motorrädern. Moment mal. Hieß es nicht vorhin, das Spiel spiele im 19. Jahrhundert? Ja, das Game nimmt sich hier und da nicht besonders ernst. Aber das ist nichts im Vergleich zu Frankensteins Monster, welches versucht, dich mit einem Fichtenmoped durch einen Irrgarten zu jagen. Das Spiel zeigt hier und da technische Errungenschaften, wie zum Beispiel Aufzüge oder Gondelbahnen. Im weiteren Verlauf des Spiels kann man sogar das Modell eines Zeppelins entdecken. Hier verweise ich auf die Netflix-Serie Castlevania. Bereits in der ersten Folge kann man entdecken, dass in Graf Draculas Schloss moderne Technik weit vor ihrer Zeit zu finden war. Wir steuern unseren Helden durch dreidimensionale Level, was mal besser und mal schlechter gelingt. Ein großer Kritikpunkt, der oft genannt wird, ist die Kameraführung. Jedoch kann man die Kamera verstellen, sodass man in jeder Situation den passenden Winkel hat. Du brauchst im Kampf eine andere Einstellung als in den Plattforming-Abschnitten, welche ich nebenbei nicht als so frustrierend empfand, wie sie heute dargestellt werden, mit Ausnahme von ein, zwei Situationen. Natürlich besitzt das Spiel nicht das beste Plattforming-System und eine zugänglichere Kamerasteuerung wäre wünschenswert gewesen, dennoch ist das alles machbar. Ich meine damit, wenn du deine Kamera immer auf der gleichen Perspektive lässt, ist das Spiel wirklich frustrierend. Leider verpasst das Game, dir das auch wirklich zu erklären. Und das ist schade, denn ein Mario 64 hat gezeigt, wie das Ganze gut funktionieren kann. Wenn dich das Ganze trotzdem auf die Palme bringt, dann sollten wir jetzt ganz schnell Frust abbauen. Deshalb schauen wir uns mal das Kampfsystem an. Das Kampfsystem ist simpel, aber ausreichend. Deine Primärwaffe ist die Peitsche, welche du mit speziellen Items verstärken kannst. Auch wenn der Übersetzer sich hier nicht gerade sehr viel Mühe gegeben hat. Oder kannst du mir vielleicht erklären, was Posten bedeuten soll? Durch das Aufsammeln der sogenannten Posten verstärkt sich nicht nur deine Peitsche, sondern wird um einige Zentimeter verlängert. Das kommt dir gerade bei Endbossen zugute und um kleinere Gegner auf Distanz zu halten. Doch solltest du ins Gras beißen, wird die Stärke deiner Peitsche zurückgesetzt und du musst erneut die Posten einsammeln. Vorausgesetzt, du möchtest dir das Spiel erleichtern. Auch dieses System kennt man aus älteren Castlevanias. Um die Peitsche zu schwingen, steht dir ein Knopf zur Verfügung. Das heißt im Umkehrschluss, dass Kombos entfallen. Aber dafür hat Reinhard Schneider ein Kurzschwert, welches sich ideal dafür eignet, um Gegner abzuwehren, welche zu nahe an dich herantreten. Coole Sache. Außerdem stehen dir bekannte Wurfgeschosse wie das Messer, die Axt,
Weihwasser und das Kruzifix zur Verfügung. Diese verbrauchen allerdings Munition, was in Form von Kristallen dargestellt wird. Diese kannst du allerdings an jeder Ecke finden und auch die Gegner lassen sie sehr oft fallen. Damit du nicht ins Leere schlägst oder wirfst, hilft dir ein Lock-On-System, welches aber sehr schwammig ausfiel. Ich meine damit, du kannst zwar einen Gegner anfokussieren, doch tritt ein zweiter auf den Plan, ja, dann schwankt der Fokus hin und her. Also fetter Minuspunkt und hier ist jede Kritik berechtigt. Die Bösewichte des Spiels, welche wir am Ende eines Levels treffen, sind abwechslungsreich designt. Mal fällt der Kampf leicht aus, mal ist er fordernd. Manchmal kann man einen Gegner auch nicht besiegen und muss vor ihm fliehen. Die Bosskämpfe jedoch waren das Spielelement, welches mir am meisten Spaß machte. Manche Kämpfe kann man durch stupides Draufhauen gewinnen. Doch bei den großen Kollegen muss man, wie auch in Dark Souls, die Bewegungen des Gegners studieren, eine Taktik entwickeln und ihn dann zu Fall bringen. Bemerkenswert finde ich es auch, dass die Gegner ihr Erscheinungsbild ändern, wenn sie eine gewisse Anzahl ihrer Lebenspunkte verloren haben. Da die Bossgegner sowie immer wiederkehrende Monster dir viel Energie rauben können, hat das Spiel Items eingebaut, um dir das Leben zu erleichtern. Da wären zum Beispiel das Brathuhn oder das Roastbeef, um deine Lebensenergie zu heilen. In älteren Castlevania-Spielen musstest du das Fleisch bei Berühren gleich konsumieren, ob du es brauchtest oder nicht. Doch in Castlevania 64 kannst du das Fleisch sammeln und in deinem Inventar verzehren, wann immer du es brauchst. Das heißt, du kannst jeden Kampf pausieren, um dich zu heilen. Allerdings sollte ich erwähnen, dass du von jedem Gegenstand nur 9 Exemplare mit dir führen kannst. Neben dem Fleisch gibt es noch andere Gegenstände, welche von großem Nutzen sind. Denn Reinhards Status kann sich verändern. Zum Beispiel kann er vergiftet werden und verliert permanent Leben. Dagegen hilft eine Giftampulle. Solltest du von einem Vampir gebissen werden, so leidet Reinhard Schneider an Vampirismus und kann somit die heilige Peitsche nicht mehr nutzen, was auch irgendwie logisch ist. Gegen den Fluch der Blutsauger helfen Heilkristalle. Dann wären da noch die Nacht- und Tageskarten, mit denen man die Zeit beschleunigen und die gewünschte Tageszeit hervorrufen kann. Ja, Castlevania 64 hat einen fließenden Tag-Nacht-Wechsel. Ein nett gemeintes Gimmick, aber leider überflüssig. Dieser Tageszeitenwechsel ist nur für eine Sache gut. Man findet im Verlauf des Spiels Türen, welche sich nur bei Tag oder bei Nacht öffnen lassen. Ich kann mich auch nur an 2 Situationen erinnern, bei denen ich wirklich diese Karte nutzte. Im Grunde findet man hinter den meisten Türen nur Sammelgegenstände. All diese Items kann man unter zerstörbaren Gegenständen finden, wie zum Beispiel den Fackeln, die überall rumstehen. Sollten diese Items trotzdem knapp werden, so hast du auch die Möglichkeit, diese käuflich zu erwerben. Denn im Verlauf des Spiels findest du irgendwann einen Vertrag, welcher den Dämon Renan beschwört. Dieser Vertrag liegt an den unterschiedlichsten Stellen im Spiel. Bezahlt wird mit Gold, welches die Monster beim Ableben in Form von Geldsäcken fallen lassen. Doch ich sollte dich warnen. Du solltest Renans Dienste nicht so oft in Anspruch nehmen, denn wie gesagt, es handelt sich um einen Dämon. Neben Renan finden wir noch weitere Personen im Schloss. Da wäre zum Beispiel ein alter Dämonenjäger oder das junge Mädel Rosa, welche kürzlich zum Vampir verwandelt wurde, aber uns freundlich gesonnen ist. Und einen mysteriösen Jungen namens Malus, welcher sich im Schloss verirrte. Doch er scheint nicht der zu sein, den er vorgibt. Die Dialoge mit den Charakteren lockern die seichte Story etwas auf und sind eine gelungene Abwechslung. Gerade dann, wenn du nach all den Kämpfen eine Verschnaufpause brauchst. Neben dem Kämpfen und dem Plattforming muss man hin und wieder kleine Rätsel oder Geschicklichkeitseinlagen meistern, wie zum Beispiel das Entschlüsseln einer Sternenkonstellation, um ein magisches Siegel zu brechen. Oder aber Wände aufsprengen, indem man 2 chemische Stoffe miteinander kombiniert.
Die Schwierigkeit dabei ist, den richtigen Weg zu finden, denn hat Reinhard Schneider einen explosiven Stoff aufgesammelt, so darf er weder springen, noch von einem Gegner oder Gegenstand getroffen werden. Sonst? Du glaubst gar nicht, wie oft ich in diesem Level ins Gras biss. Oder im Glockenturm. Oder im Turm der Exekution. Ich hätte das Video auch mit einer Todesmontage beginnen können. Nein, aber ernsthaft, dieses Game Design mit diesem Zauber Nitro ist einfach nur barbarisch. Das sind dann auch die Momente, in denen ich das Spiel hasse. Zum Glück findet man immer wieder Speicherkristalle, bei denen man neu starten darf. Vorausgesetzt, du hast das N64 Memory Card Controller Pack. Zu Beginn des Spiels kannst du aus zwei Schwierigkeitsgraden wählen. Leicht und normal. Leicht würde ich dir nicht empfehlen, da das Spiel plötzlich nach Level 6 endet und man darauf hingewiesen wird, das Ganze nochmal mit dem Schwierigkeitsgrad normal zu beginnen. Sauerei. Dennoch ist Castlevania 64 kein schweres Spiel, auch wenn manche Szenen was anderes zeigen. Hast du es geschafft, das Spiel zu beenden, kommt der Schwierigkeitsgrad Hard hinzu, welchen ich allerdings nie spielte. Puh, da waren jetzt einige Kritikpunkte dabei und ich wäre ein Narr, wenn ich das alles schönreden wollen würde. Warum liebe ich das Spiel denn trotzdem? Weil ich über solche Sachen wie die schlechte Grafik hinwegschauen kann. Klar ist das alles schwammig und für 1999 wirklich schwach. Man vergleiche das mit einem Majora's Mask, da liegen Welten dazwischen. Ich glaube, ich mag das Spiel, weil es bei mir den Zweck erfüllt hat, was es sein wollte. Ein Horrorspiel, welches mich gruselt. Ich war damals, als ich es das erste Mal spielte, 9 Jahre alt. Danke, Papa. Und somit mein erstes 3D-Horrorspiel. An dieser Stelle möchte ich dir die Szenen zeigen, die mich damals am meisten gruselten. Ich hasse Spinnen. Des Weiteren mag ich das Spiel wegen dem grandiosen Soundtrack. Ich meine, jeder Track passt auf die jeweilige Situation. Ein weiterer Pluspunkt ist die Story der Charaktere, auch wenn man den Plot meilenweit riechen kann. Was ich an der Stelle noch erwähnen möchte, ist, dass das Spiel über mehrere Enden verfügt und somit Wiederspielwert gegeben ist. Ich hoffe, ich konnte verständlich machen, warum mir Castlevania 64 so am Herzen liegt. Nostalgie und die Erinnerung an eine perfekte Kindheit, die mir ermöglicht wurde, sind eben kein objektiver Kritiker. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Eltern bedanken. Reinhard Schneider. Servus ihr Lieben, ich melde mich mal ganz kurz persönlich zu Wort, um einfach Danke zu sagen dafür, dass du das Video bis hierhin angeschaut hast. Vielen Dank. Des Weiteren möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass dieses Video Teil der Halloween YouTube Show 2023 ist. Den Link zur Playlist findest du hier unten in der Beschreibung. Schau gerne mal vorbei, denn das sind ganz tolle Kanäle mit ganz tollen Videos. Des Weiteren möchte ich mich beim Mike vom Kanal Screaming Pixel bedanken dafür, dass du diese Aktion hier ins Leben gerufen hast. Das ist wirklich eine tolle Sache und freut mich, dass ich schon das zweite Mal dabei bin. Vielen Dank. Grüße gehen auch raus an den Retro Gaming Panda. Panda, ohne dich wäre ich ja niemals auf diese Aktion hier aufmerksam geworden. Des Weiteren grüße ich den guten Retro Robby. Robby, grüße dich. Alles Gute zum Jahrestag, mein Kleiner. Den verehrten Hochkönig. Echt genial, dass jemand von der Gothic Community mit dabei ist. Und zu guter Letzt den Alundra-Mann. Alu, ich bin wahnsinnig auf dein Video gespannt. Tja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche allen YouTubern erfolgreiche Videos und dir, lieber Zuschauer oder Zuschauerin, Happy Halloween und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Servus, euer Remulator.